This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen, oder moin moin, zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist heute der dritte Teil der Aufgabe, die ich mir gestellt habe, den systematischen Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche weltweit anzuprangern. Motiviert wurde ich, wie gesagt, dadurch, dass ich dieses Video von Nicholas gesehen habe, von Presence of God Ministry. Eine Seite, die ich sehr empfehlen kann für englisch sprechende Brüder und Schwestern, die sich in vielen Dingen da gerne informieren wollen. Und ich will auch gar nicht eine große Einleitung machen, ich wollte nur sagen, dass dieses vielleicht das dritte Video ist, aber es werden viele, viele, viele folgen. Weil leider ist dieser Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen satanischen Kirche systematisch und von daher nicht nur geschichtlich relevant, worauf er zurückgeht und worauf er aufbaut, was wir ja in den ersten Teilen auch schon ein bisschen besprochen haben, sondern er setzt sich ja auch noch fort. Und von daher denke ich, dass diese Lesungen immer mal aktualisiert werden, wenn das, was ich jetzt ursprünglich geplant habe zu lesen, erstmal vorbei ist. Und was habe ich denn ursprünglich geplant zu lesen? Ich zeige euch das mal eben. Das sind hier diese PDFs. 1a, 1b haben wir bereits gelesen. Das sind die Dinge, die rausgekommen sind als Fußnoten in dem Artikel Die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder. Da werden wir auch gleich drin fortfahren. Dann kommt der Artikel Wir sahen, wie Nonnen Kinder töten. Und dann kommt ein Artikel, den Maximilian noch im Übersetzen ist, von BuzzFeeds.com, der zurückgeht auf das Video von Nicholas, was ich dann ja auch noch im Laufe dieser Sendung zeigen werde. Ja, aber dieser Artikel von BuzzFeeds und andere Artikel werden in der Zukunft folgen, werden übersetzt werden und werden folgen. Und von daher wird dieses wahrscheinlich eine Serie sein, die wohl leider nie abreißt, dass ich mich damit beschäftigen werde und dass ihr davon Videos sehen könnt. Aber heute fahren wir fort in dem dritten Teil.
Der Artikel lautet: Die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder. Ist erstellt von Richard Bennett, einem Mann, der 22 Jahre Priester in der römisch-katholischen Kirche war, durch Gottes Gnade da rausgekommen ist, der perfekt Latein spricht und der vor allen Dingen Papstsprache kann. Das heißt, er spricht nicht nur Latein, sondern die Veröffentlichung des Papstes kann er auch nicht nur in Latein verstehen, sondern er kann vor allen Dingen die Papstsprache daraus filtern, kann die Sophistik und Kasuistik bloßlegen. Und das macht er. Und von seine Webseite Berean Beacon hat auch oft viele deutschsprachige Artikel, Videos und alles drum und dran. Da solltet ihr euch mal umschauen. www.bereanbeacon.org, hier oben die Webseite, die wir hier sehen. Ja, das kann ich jetzt nicht. Da, als Foto. Ne? Da seht ihr das Berean Beacon hier auch. Findet man ganz leicht. Von Richard Bennett. Und Richard Bennett arbeitet auch zusammen mit Michael Desemlian, der ja das Buch geschrieben hat, das ich gelesen habe auf meinem Kanal. Alle Wege führen nach Rom. Von daher kennt ihr ihn auch. Und von dem Video Bekehrung eines römisch-katholischen Priesters unserer Zeit, das ich davon gemacht habe. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht groß ausschweifen und eine große Einleitung machen, das ist gar nicht nötig. Wir lesen den Artikel, wir haben hier den ersten Artikel bereits gelesen, bis zu diesem Absatz hier. Rom erhebt seine Machtausdehnung über die Herrlichkeit Gottes, aber da wir in die zwei Fußnoten 1 und 2 eingetaucht sind, ist das schon eine Weile her und deswegen fange ich nochmal von vorne an. Und wir werden hier jetzt heute anfangen, dies zu lesen und diesen Artikel zu besprechen und von hier fortfahren in dieser Aufgabe, den systematischen Kindesmissbrauch in der römisch-katholischen Kirche aufzudecken. Wer bei einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. So sprach unser Herr und Erlöser Jesus Christus in Matthäus Kapitel 18, Vers 6. Und im ersten Buch der Korinther Kapitel 6, Vers 9 sagt Paulus: Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, wehe Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder. Die römisch-katholische Kirche widersetzt sich weiterhin den Warnungen Christi und seiner Apostel, wie gerade eben aus Matthäus und Korinther besprochen. Katholiken empören sich über Berichte von Kardinal Theodore McCarricks fortlaufendem homosexuellen Missbrauch nicht so sehr, weil ein Kirchenmann gesündigt hat, sondern weil er dies in Schutz tat und weil er ungestraft bleibt. In einem belebenden Oktoberaufsatz mit dem Titel »Katholizismus nach 2018« weist First Things Redakteur Rusty Reno, der ja ein Jesuit ist, wie wir gelesen haben, darauf hin, dass die Akzeptanz einer sodomitischen, also homosexuellen Subkultur im katholischen Klerus die Kernfrage der jüngsten Sexmissbrauchsskandale in der katholischen Kirche sein. Nicht nur der jüngsten, sondern seit 2000 Jahren bereits. Diese Enthüllungen bekräftigen die Punkte, die wir vor über einem Jahrzehnt bei der Aufdeckung der Ursache der katholischen Sexskandale gemacht hatten. Da hatten wir ja die Fußnote von Richard Bennett hier gelesen, seinen Brief von 2003, Ursache der katholischen Sexskandale. Die autoritäre Kontrolle des Vatikans über den Klerus und die Laien verstößt gegen das Führungsprinzip von Jesus Christus. Auch da bin ich schon drauf eingegangen. Ich werde jetzt hier nicht weiter das kommentieren. Schaut euch dafür die ersten Lesungen an, da bin ich drauf eingegangen. Durch die Eingeständnisse von führenden katholischen Seminaristen praktizieren circa die Hälfte der gegenwärtigen römischen Geistlichen sodomitische Sünde. Es ist kein Wunder, dass die katholische Kirche in einer solchen Unordnung ist. In Bezug auf die Führung des Volkes des Herrn sagt die Heilige Schrift, Zitat: Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Die römisch-katholische Kirche sagt jedoch: tue, was ich sage und nicht, was ich tue. Also, ahmt ihren Glauben nach, dazu ermahnt uns die Bibel, und die römisch-katholische Kirche sagt, tut, was wir sagen und nicht, was wir tun. Also, unseren Glauben, der zeichnet sich ja auch in unseren Taten ab. Und dem sollen wir natürlich nicht folgen. Also, der römisch-katholischen Kirche nach ja, der Bibel nach nicht. Nun, Rom erhebt seine Machtausdehnung über die Herrlichkeit Gottes. Dies ist nicht nur ein Problem der guten Absichten, die schiefgelaufen sind.
Das Kernproblem bleibt, dass die römisch-katholische Kirche sich selbst sündig gemacht hat, um einen Platz in der Erlösung zu haben. So sagt sie offiziell, Zitat, die Kirche ist das Ziel aller Dinge. So wie Gottes Wille Schöpfung ist und die Welt genannt wird, ist seine Absicht die Errettung der Menschen und sie wird die Kirche genannt. Ende Zitat. In die Fußnote muss ich hier nicht eingehen. Das ist ein Brunnenverweis und das könnt ihr gerne selbst machen, wenn ihr dieses Dokument, das ich, wenn es durchgelesen ist und die Videos hochgeladen sind, natürlich auf dem Internet publiziere, auf archive.org, und dann könnt ihr das selber nachschauen. Die römisch-katholische Kirche sagt also, Gottes Wille ist die Schöpfung, das nennt man die Welt, und seine Absicht ist die Errettung der Menschen und sie wird Kirche genannt. Nun, ich weiß nicht, worauf die römisch-katholische Kirche das biblisch baut. Ich habe das in der Bibel nie gelesen und ich habe das in der Bibel auch nie so verstanden. Und außerdem, das ist der wichtigste Punkt, werden wir nicht errettet durch die Kirche, sondern wir werden errettet durch unseren Glauben an Jesus Christus. Ja? Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das hier auch nicht in der Bibel so drin steht. Aber die römisch-katholische Kirche legt die Bibel ja gerne so aus, wie sie wollen, außerdem verbieten sie ihren Mitgliedern sowieso, sie zu lesen. Also, die Kirche sagt, die Absicht Gottes ist die Errettung der Menschen, das streite ich nicht ab, aber diese Errettung wird Kirche genannt. Unam Sanctam. Ihr erinnert euch noch sicher an die Bulle Unam Sanctam von Papst Boniface VIII. Von 1302, in der er sagte, dass es unerlässlich für die Erlösung einer jeden menschlichen Seele oder Errettung einer jeden menschlichen Seele ist oder jeder menschlichen Kreatur ist, um Mitglied um Untertan des römischen Pontiff zu sein. Und der römische Pontiff ist halt Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, also man muss in der römisch-katholischen Kirche sein für die Errettung. Die römisch-katholische Kirche sagt, außerhalb ihrer Kirche ist keine Errettung. Und die Bibel sagt ganz, ganz deutlich, außer Jesus Christus ist keine Errettung, weil Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Nicht durch die römisch-katholische Kirche, nicht durch Marienanbetung, sondern durch Jesus Christus alleine. Darüber hinaus erstreckt sich die Förderung und Verschleierung von sexuellem Missbrauch bis an die Spitze der vatikanischen Hierarchie. Ja, bis an die Spitze, aber der ganze Klerus ist davon betroffen. Bis in das kleinste Glied, bis zu dem kleinen Priester in eurer Gemeinde, bis zu dem Dekanvorsteher, bis zu dem Bischof, Erzbischof und in der Hierarchie natürlich hoch, wie hier steht. Aber auch die allerniedrigsten klerikalen Ämter sind davon betroffen. Die Quellen von Catholic News sind selbsterklärend. Was Sie lesen werden, ist ein explosives Zeugnis des ehemaligen apostolischen Nuntius in den Vereinigten Staaten, in dem Papst Franziskus und mehrere hochrangige Prälaten den Vorwurf des angeblichen sexuellen Missbrauchs von Seminaristen und Priestern durch Erzbischof Theodore McCarrick vertuschen. Der Erzbischof Carlo Maria Vigano, 77, behauptet in einer außergewöhnlichen 11-seitigen schriftlichen Erklärung, die man in einem unten stehenden offiziellen englischen Text nachlesen kann, dass Papst Franziskus von den strengen kanonischen Sanktionen, die Papst Benedikt XVI. Gegen McCarrick verhängte, wusste. Er entschied sich jedoch, sie aufzuheben. In seiner Aussage vom 22. August erklärt Erzbischof Vigano, der von 2011 bis 2016 als apostolischer Nuntius in Washington D.C. tätig war, dass Benedikt in den späteren 2000er Jahren Kardinal McCarrick Sanktionen aufgelegt habe, die denen vom Papst Franziskus gleichkommen. Außerdem hat Vigano persönlich mit Franziskus über die Schwere von McCarricks Missbrauch kurz nach seiner Wahl im Jahr 2013 gesprochen. Aber er sagt, dass Franziskus ihn weiterhin deckte und nicht nur die Sanktionen, die Papst Benedikt ihm auferlegt hatte, nicht berücksichtigte, sondern McCarrick auch zu seinem Vertrauensberater machte, der ihm dabei half, eine Anzahl von Bischöfen in den Vereinigten Staaten zu ernennen, einschließlich der Kardinäle Blaise Cupich aus Chicago
und Joseph Tobin aus Newark. Sündhafte Übergriffe katholischer Geistlicher sind fast ausschließlich sodomitischer Natur. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, dass wir begreifen, woher diese sodomitische Neigung innerhalb der römisch-katholischen Kirche kommt. Und da verweise ich nochmal auf meine Lesung, die ich gemacht habe. In der Bibelstudie Stunde der Wahrheit, 8 Videos, ist Homosexualität, also Sodomie, heilbar. Wo wir das erste Buch Römer, das erste Kapitel Römer, Vers 15 bis 32, tiefgehend analysiert haben und ganz deutlich biblisch erklärt haben, dass sodomitische Natur kommt durch Übertretung des zweiten Gebotes der Götzenanbetung. Ja? Und alles, was diese Götzenanbetung beinhaltet, zum Beispiel auch, sich einen Menschen als Gott dorthin zu stellen. Und genau das ist, was der Papst in Rom tut. Also, sündhafte Übergriffe katholischer Geistlicher sind fast ausschließlich sodomitischer Natur. Erzbischof Vigano verwickelt auch die Kardinäle Sodano, Bertone und Parolin in die Vertuschung und beharrt auf verschiedenen anderen Kardinälen und Bischöfen, darunter Kardinal Donald Würre, McCarricks Nachfolger als Erzbischof von Washington D.C. Zitat: Ich selbst habe das Thema mit Kardinal Würre angesprochen, mehrere Male, und ich musste sicherlich nicht ins Detail gehen, weil mir sofort klar war, dass er sich dessen voll bewusst war, schreibt er. Ende Zitat. Die herablassenden Aussagen des Kardinals, er wüsste nichts darüber, sind absolut lächerlich. Er lügt schamlos. Ein Merkmal der Jesuiten. Kardinal Würre, der sich der anhaltenden Misshandlungen durch Kardinal McCarrick und der ihm von Papst Benedikt auferlegten Sanktionen bewusst war, erlaubte ihm, in einem Seminar in Washington D.C. zu residieren. Dadurch brachte er andere Seminaristen in Gefahr, bescheinigt er. Der Aufschrei eines katholischen Bischofs ist richtig, aber zu wenig und viel zu spät. Bischof Robert Morlino aus Madison, Wisconsin, bezeichnete die Details des Berichts als unerträglich, weil er die schmutzigen Misshandlungen katholischer Geistlicher als fast ausschließlich sodomitisch bezeichnete. Es ist Zeit zuzugeben, dass es innerhalb der Hierarchie der katholischen Kirche eine sodomitische Subkultur gibt, die im Weinberg des Herrn große Verwüstung anrichtet. Die Lehre der Kirche zeigt deutlich, dass die homosexuelle Neigung nicht in sich selbst sündig ist, sondern dass sie in sich selbst so ungeordnet ist, dass jedermann, der von ihr stabil geplagt wird, nicht dazu in der Lage ist, Priester zu sein. Der Bischof beschrieb die Entscheidung, auf solch eine ungeordnete Neigung zu reagieren, wie eine Sünde, die so ernst ist, dass sie zur Rache im Himmel schreit, besonders wenn es darum geht, die Jungen oder Schutzbefohlenen zu erbeuten. Wie schrecklich und widerlich für Katholiken ist das Verhalten ihrer Priester. Doch diese katholischen Priester verkörpern die Lehre der katholischen Kirche selbst. Zitat: Priester haben von Gott eine Kraft erhalten, die er weder Engeln noch Erzengeln gegeben hat. Gott oben bestätigt, was Priester hier unten tun. Tja, das ist aus dem Katechismus der katholischen Kirche. Deswegen die Fußnote, da steht genau das drin. Lesen wir diesen Satz nochmal. Priester haben von Gott eine Kraft erhalten, die er weder Engeln noch Erzengeln gegeben hat. Gott oben bestätigt, was Priester hier unten tun. Jetzt müssen wir in diesem Satz ein Ding gut verstehen. Gott hat den Menschen gemacht ein wenig niedriger als die Engel. Aber nach dem römischen Katechismus zufolge haben die Priester der römisch-katholischen Kirche, die ja Menschen sind, eine Kraft von Gott erhalten, die er weder Engel noch Erzengel gegeben hat. Also mit anderen Worten, Gott spricht direkt und beauftragt direkt die Priester.
Gott oben bestätigt, was Priester hier unten tun. Alles, was die Priester hier unten tun, ist Gottes Wohlgefallen. Und dann traut sich diese Kirche, römisch-katholische Kirche, christlich zu nennen. Und traut sich den Leuten zu sagen, das ist Christentum. Obwohl der Mensch an sich etwas niedriger als die Engel gemacht ist, spricht Gott direkt zu Priestern. Und was die Priester tun, hat eine höhere Funktion als die der Engel. Genau das steht hier in dem Katechismus geschrieben. Das ist Gotteslästerung allererster Sahne, um es mal ganz krass so auszudrücken, um mal die Dinge beim Namen zu nennen, so wie es ist. Das ist reine Blasphemie, Gotteslästerung, was hier die römisch-katholische Kirche betreibt. Die römisch-katholische Kirche stellt hier in ihrem Katechismus ihre Priester über die Engel. Das heißt im Grunde direkt in der Hierarchie unter Gott. Wenn nicht, und das füge ich jetzt mal hinzu, wenn nicht gar Gott gleich. Weil der Papst behauptet ja von sich, er könne alles tun oder fast alles tun, was Gott auch tut. Und da der Papst nur ein Bischof ist, also ein Priester mit einem hohen Amt, ist er ja auch ein Priester. Also ist das, was hier auf die Priester geschrieben steht, auch natürlich zupassbar auf den Papst. Und das, was auf den Papst zupassbar ist, auch auf die Priester. In der Hinsicht. Ja? Und so betrügt die römisch-katholische Kirche all die, die in ihr verweilen. Lesen wir den Satz noch einmal ruhig, mit gutem Verständnis. Priester haben von Gott eine Kraft erhalten, die er weder Engeln noch Erzengeln gegeben hat. Gott oben bestätigt, was Priester hier unten tun. Jetzt fordere ich die römisch-katholische Kirche mal heraus, dass sie mir eine Bibelstelle zeigt, wo darin steht, dass Priester eine von Gott gegebene Kraft bekommen haben, die er weder Engeln noch Erzengeln gegeben hat. Ich möchte da gerne mal einen Bibelvers zu sehen. Den werden sie nicht liefern können. Mögen viele aufrichtige Katholiken erkennen, dass die Priester, die das päpstliche Rom ihnen vorgesetzt hat, schlimmer sind als blinde Blindenführer. Wie wir in Matthäus 15, Vers 14 nachlesen können. Dass der Blinde die Blinden führt. Und dann fallen sie alle in den Abgrund. Mögen viele aufrichtige Katholiken erkennen, sagt der Autor hier. Das ist auch meine Bitte, dass es unter den Menschen, die in der katholischen Kirche verstreut sind, Menschen gibt, die aufrichtig sind, die ehrlich sind. Weil ich will ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber prinzipiell ist ein aufrichtiger Katholik ein Widerspruch in sich. Das kann es nicht geben. Weil entweder bin ich katholisch oder ich bin aufrichtig. Die zwei Dinge schließen sich eigentlich aus. Aus dem Grund, dass aufrichtige Menschen nur Menschen sein können, die leben und handeln nach dem Wort Gottes, der Bibel. In der römisch-katholischen Kirche handle ich aber nicht nach dem Wort Gottes, sondern handle ich nach dem Katechismus, der von der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche vorgeschrieben wird. Das heißt, ich baue alles, was ich tue, schon mal auf einer Lüge auf. Und wenn ich alles auf einer Lüge aufbaue, kann ich nicht aufrecht sein. Von daher kann es keine wirklich aufrechten Katholiken geben. Aber es gibt aufrechte Menschen, die sich von der römisch-katholischen Kirche haben fangen lassen, und die dann hoffentlich im Laufe ihres Lebens irgendwann einen, wie man so schön im Englischen sagt, Wake-up-Call kriegen, also einen Weckruf bekommen von Gott, um im Geiste von Offenbarung Kapitel 18, Vers 4 herauszukommen aus ihr, aus der Kirche. Diese aufrechten Menschen müssen aus der römisch-katholischen Kirche rauskommen, weil sie haben da nichts zu suchen. Einen aufrechten Katholiken gibt es nicht, aber es gibt aufrechte Menschen in der katholischen Kirche. Und Videos wie diese, Predigten wie diese, sage ich jetzt mal, richten sich an solche Leute.
Nicht, wenn ihr in der Lüge gefangen bleiben wollt. Nicht, wenn ihr Vergnügen habt an der Lüge. Nicht, wenn ihr die Lüge lieber habt als die Wahrheit. Dann bleibt da. Dann ist das eure Bestimmung. Aber die Aufrechten, die sich angesprochen fühlen, kommt da raus. Jesus Christus, das Zentrum des Evangeliums und nicht die römisch-katholische Kirche. Unser Herr betont, dass alle Dinge in Jesus Christus sind, einschließlich unserer Errettung. Zum Beispiel die folgenden Verse in Epheser Kapitel 1, Zitat: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Religionen in Christus. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Folglich ist die Wahrheit des Wortes Gottes in Epheser 1, Vers 3 zusammengefasst. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus. Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 13. Nun, interessant war hier, dass wir sprachen in Epheser: In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt. Und das Siegel, steht hier, war ein Zeichen des rechtmäßigen Eigentümers und ein Schutz vor dem Zugriff von Unbefugten. Mit anderen Worten, wenn ich versiegelt bin durch Jesus Christus, dann drückt er mir seinen Stempel auf und dadurch bin ich beschützt vor dem Zugriff des Satans und anderen. Ja? Ich kann nicht mehr in Satans Hände fallen, weil ich bin in den Händen Gottes. Ich habe ein Siegel, ja? Genauso wie die 144.000 ein Siegel haben. Ja? Und genauso wie Gottes Gesetze ein Siegel sind. Und darunter sind wir versiegelt. Wir sind als sein rechtmäßiges Eigentum gebrandmarkt, will ich jetzt nicht sagen, aber gekennmerkt. Ja? Wir haben ein Merkmal auf uns von ihm, sein Siegel. Genauso wie es hier steht. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. In dem Augenblick, wenn ich Römer 1, Vers 17 verinnerliche, der Mensch wird durch den Glauben rechtschaffen gemacht. Der Rechtschaffene soll durch Glauben leben, so steht es, glaube ich, in Römer 1, Vers 17 darin. In dem Augenblick werde ich von Gott versiegelt. Ich schaue mal eben in meiner Schlachterbibel hier auf meinem Schreibtisch nach. Muss das ja deswegen jetzt nicht da oben aufschlagen. Römer 1, Vers 17. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja? Der Gerechte. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Weil als ihr gläubig wurdet, ja, der Gerechte wird durch Glauben leben, als ihr gläubig wurdet, wurdet ihr gerecht gemacht und dadurch wurdet ihr versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Die Bibel erklärt sich immer so wunderbar selbst. Im Gegensatz dazu, fährt der Autor fort, sagt die katholische Kirche offiziell: So wie Gottes Wille Schöpfung ist und die Welt genannt wird, so ist seine Absicht die Errettung der Menschen, sie wird Kirche genannt. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Lieber Katholik, fährt der Autor fort und sagt: Wir beten darum, dass deine Erlösung in der Person Jesus Christus sein wird. In ihm haben wir die Erlösung, durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser Kapitel 1, Vers 7. Ja? In ihm haben wir die Erlösung, das heißt den Loskauf aus Sünde und Gericht, das Gericht, das uns
überkommt, wenn wir Jesus Christus nicht haben, weil wir das Gesetz übertreten haben. Das Gesetz kann uns nur verdammen. Jesus löst uns aus dieser Verdammung heraus. Das ist unsere Erlösung. In ihm haben wir die Erlösung. Wie haben wir die Erlösung? Durch sein Blut. Und manchmal ist das ja mal ganz interessant. Das wollte ich übrigens auch mal eben zeigen. Wenn man katholischer Kindesmissbrauch in Google eingibt, kriegt man in weniger als einer halben Sekunde 176.000 Resultate hier alleine bei mir. Aber ich wollte euch eben was anderes zeigen. Ich wollte mal eben zeigen, wenn wir in die Bibel reingehen, und wir gehen natürlich in eine korrupte Bibel rein, zum Beispiel die Elberfelder, und dann gehen wir in Epheser, Kapitel 1, und da lesen wir dann Vers 7. Oh, guck, hier steht es ja sogar drin. Durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Gut, da müssen wir mal eine andere Bibel suchen. Es ist oftmals in diesen korrupten Bibeln eben nicht darin, dass man dieses durch sein Blut hat. Nehmen wir eine andere Bibel hier. Hoffnung für alle. Wie steht's hier dann? 1, Vers 7. Durch Christus, der sein Blut am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst. Da steht's auch drin. Ich habe so viele andere Bibeln gelesen, wo es nicht drin steht. In ihm haben wir Erlösung durch sein Blut. So steht es in der Luther drin. Züricher Bibel. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Also hier steht es überall drin, komischerweise. Ich hatte mal Bibeln gefunden, in denen es nicht stand. Das waren aber auch hauptsächlich, glaube ich, englische Bibeln. Nichtsdestotrotz, die haben ja dieselbe Textgrundlage, das Nextle-Alone-Text. Seine Gnade ist so froh, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat. Auch hier in der Bibel finden wir das. Neue evangelische Übersetzung, auch da steht es aber nicht drin. Seht ihr hier zum Beispiel, sieht man eine verfälschte Bibel. Das ist die neue evangelische Übersetzung. Durch ihn wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Ah ja, doch, um den Preis seines Blutes. Da steht es doch. Habe ich eben verkehrt gelesen. Menge Bibel. Da steht es auch drin. Also in denen steht es da drin. Aber jetzt gucken wir zum Beispiel in der NIV im Englischen. Da steht es auch drin. Das war ein anderer Vers dann, wo es nicht drin stand. Es gibt noch andere Verse, wo das mit dem Blut drin steht. Und in vielen englischen, neuen englischen Bibeln steht es halt nicht mehr drin. Aber in Epheser 1,7 steht es drin. Es gibt noch einen anderen Text. Also gut, das war ja im Grunde auch nicht der Punkt, den ich machen wollte. Der Punkt, den ich machen wollte, ist, dass wir eben durch sein Blut haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Weil ohne das Vergießen von Blut gibt es keine Errettung. Das steht in der Bibel ganz klar drin. Damals im Alten Testament wurde das Blut vergossen von Schafen und Rindern und Vögeln und also Tauben und andere reine Tiere, die man dem Priester zur Opfergabe gebracht hat. Und durch das Vergießen des Blutes dachten die Menschen, würden ihre Sünden gereinigt werden. Aber das war nur ein Schatten auf das Kommen von Jesus Christus, der durch sein Blut die Vergebung und Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade uns erwiesen hat. Und das haben wir heute im Glauben an ihn und damals eben auch im Glauben an ihn. Also die Lösung, die Erlösung von Jesus Christus hat sich nie geändert, im Alten oder im Neuen Testament. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Katholiken sagen, von schaut, was in der Bibel geschrieben steht, dass ihr auch die Bibel lest und eben nicht den Katechismus. Ja? Lieber Katholik, wir beten und bitten darum, dass deine Erlösung in der Person Jesus Christus sein wird, wie es bei uns auch ist. In ihm, nämlich in Jesus Christus, haben wir Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Epheser 1, Vers 7. Faktisch ist also das Wort Gottes klar. Unser Heil ist in Jesus Christus durch sein Blut und nicht in irgendeiner Kirche. Und das ist natürlich der Punkt, auf den wir ganz deutlich hinaus wollen. Wenn hier in Epheser 1,7 deutlich steht, dass wir die Erlösung in Jesus Christus haben, durch sein Blut, dann kann die römisch-katholische Kirche nicht sagen, wir haben Erlösung in Jesus Christus, aber den hast du nur, wenn du in der Kirche bist. Ja? Unser Heil ist in Jesus Christus und sein Blut und nicht in irgendeiner Kirche. Unser Heil ist in Jesus Christus durch sein Blut
und nicht unser Heil ist in Jesus Christus in der einzig selig machenden Kirche, wie sie von sich selbst behauptet. Und deswegen muss man da rauskommen, aus dieser Kirche. Die Errettung nur in Christus allein und nicht durch kirchliche Taufe ist ein weiterer Punkt, den Richard Bennett hier macht. Die offizielle katholische Lehre, die die Wiedergeburt durch Taufe lehrt, wird in den folgenden Worten beschrieben. Zitat aus dem römischen Katechismus. Wir können mal sehen, hier Fußnote 10. Das ist Kodex des kanonischen Rechts. Das kann jeder nachlesen. Das ist hier zwar eine englische Quelle, kann man aber auch im Deutschen raussuchen oder man kann es auch gerne sich selbst übersetzen. Ne? Also ihr seht, man klickt da einfach nur drauf und dann geht das auf. Und dann sehen wir das hier. Das ist der Kanon 849, der geht über den Baptismus, also über die Taufe. Das ist genau der Punkt. Da komme ich hin, wenn ich hier drauf klicke. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr dieses Papier bekommt. Wie gesagt, die Links sind alle so reingearbeitet, dass das funktioniert auf diese Art und Weise. Also, die offizielle katholische Lehre, die die Wiedergeburt durch Taufe lehrt, wird in den folgenden Worten beschrieben. Und zwar, wie gesagt, konträr der Bibel, ne? Zitat, die Taufe, das Tor zu den Sakramenten, notwendig für die Erlösung durch tatsächliche Aufnahme oder zumindest durch Verlangen, wird nur durch das Waschen von echtem Wasser mit der richtigen Form von Worten Gültigkeit verliehen. Durch die Taufe werden Männer und Frauen von der Sünde befreit, als Kinder Gottes wiedergeboren und durch einen unauslöschlichen Charakter zu Christus gebracht und in die katholische Kirche aufgenommen. Ende Zitat. Wenn ich jetzt anfange, diesen Satz hier auseinanderzunehmen, dann wollen wir mal gucken. Die Taufe, das Tor zu den Sakramenten. Jesus Christus hat gesagt, ich bin das Tor, ich bin die Tür, ich bin die Pforte, welche dieser drei Ausdrücke er auch damals gebraucht haben wird. Es spiegelt alle dasselbe wieder. Er ist das Tor. Und zwar das Tor, das zur Erlösung führt und nicht zu den Sakramenten, weil die Sakramente sind nur eine, zwischen Anführungszeichen, heilige Handlung, aber das hat nicht Gott heilig gemacht, sondern der kleine Gott in Rom. Diese Sakramente sind notwendig zur Erlösung, es sind Taten, es sind Werke, wo die Bibel deutlich sagt, nicht durch Werke seid ihr errettet, sondern durch den Glauben, auf das niemand sich brüste. Die Taufe ist das Tor zu den Sakramenten. Die Bibel sagt, Jesus ist das Tor. Also, ich muss mich nicht taufen lassen, um zu den Sakramenten zu kommen, außer in der römisch-katholischen Kirche. Biblisch gesehen muss ich mich für gar nichts taufen lassen. Wofür die biblische Taufe ist, da kommen wir gleich noch drauf hinzusprechen. Also die Taufe, das Tor zu den Sakramenten, ist schon mal wieder widersprüchlich mit dem, was Jesus Christus sagt. Er sagt, ich bin die Pforte. Notwendig für die Erlösung durch die tatsächliche Aufnahme? Nein. Notwendig für die Erlösung? Nein. Warum nicht? Weil Jesus Christus ganz deutlich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater durch mich. Und es steht in der Bibel deutlich geschrieben, es gibt nur einen Mittler zwischen Mensch und Gott und das ist der Mensch Jesus Christus. Und es steht geschrieben, es ist kein anderer Name gegeben, durch den wir zum Vater kommen, außer der Name Jesus Christus. Steht, glaube ich, im Buch der Apostelgeschichte so drin. Nicht die Taufe. Die Taufe ist nur im römischen Katholizismus notwendig für die Erlösung. Das Problem ist, in der römisch-katholischen Kirche habe ich überhaupt keine Erlösung. Sondern in der römisch-katholischen Kirche habe ich Verdammnis, ewige Verdammnis, weil ich Jesus Christus nicht akzeptiere. Nicht den Jesus Christus aus der Bibel. Ich akzeptiere ihren Tammuz, ihren Nimrod, ihren Sonnengott. Die Taufe, das Tor zu den Sakramenten, notwendig für die Erlösung durch tatsächliche Aufnahme. Nein, die Bibel sagt ganz klar, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und nur durch Jesus kommen wir zur Erlösung. Und nicht durch irgendeine Aufnahme in irgendeiner Kirche. So, das wird nur durch das Waschen von echtem Wasser mit der richtigen Form von Worten Gültigkeit verliehen. Durch die Taufe werden Männer und Frauen von der Sünde befreit.
Ja, da wüsste ich doch gerne mal, wo das in der Bibel geschrieben steht. Wir haben es ja hier zu tun mit einem, wie wir gerade gesehen hatten, Artikel über Taufe in der römisch-katholischen Kirche. Da steht das drin. Aber die römisch-katholische Kirche baut das nicht auf Aussagen der Bibel auf. Was befreit uns denn von Sünden nach der Bibel, nach dem Bibelglauben? Jesus Christus, ne? Dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser und Erretter annehmen, das befreit uns von unseren Sünden. Und nichts anderes. In der Bibel ist die Taufe ein äußeres Merkmal dafür, dass wir wiedergeboren sind. Und zwar wiedergeboren im Geiste. Ja? Wir werden zweimal geboren in diesem Leben hier auf der Erde. Einmal durch unsere leibliche Mutter werden wir in diesen Körper hineingeboren, indem wir in diesem sündigen Körper hier auf dieser Erde leben müssen. Und wenn der Vater uns auserwählt und zum Sohn schickt, dann werden wir durch den Geist wiedergeboren. Und dieser Wiedergeburt geben wir Ausdruck durch die Taufe, nach außen hin. Ja? Das ist mit anderen Worten nichts anderes, als was im Alten Testament zum Beispiel die Beschneidung war. Die Beschneidung ist aber jetzt im Herzen, inwendig, das sieht man nicht. Deswegen sagt man, mach die Taufe, das ist ein äußeres Zeichen dafür, dass du wiedergeboren wurdest. Durch die Taufe werden Männer und Frauen von der Sünde befreit? Nein. Biblisch gesehen nicht. Römisch-katholisch gesehen ja. Biblisch gesehen werden Männer und Frauen von der Sünde befreit, wenn sie ihre Sünden Jesus Christus beichten und um Vergebung ihrer Sünden bei unserem Herrn Jesus Christus bitten und wenn sie ihn und seine Tat, die er am Kreuz für uns vollbracht hat, erkennen und akzeptieren und glauben und leben, dann wäscht er uns von Sünde frei, so als ob wir sie nie begangen hätten. Weil er ist für uns Sünde geworden. Durch die Taufe werden Männer und Frauen von der Sünde befreit, als Kinder Gottes wiedergeboren. Das ist nur ein äußerliches Zeichen. Die Wiedergeburt findet innerlich statt, die findet im Geiste statt. Und durch einen unauslöschlichen Charakter zu Christus gebracht und in die katholische Kirche aufgenommen. So heißt es im Katechismus, so heißt es in den Dogmas der römisch-katholischen Kirche. In der Schrift wird die katholische Kirche durch die Autorität des auferstandenen Christus selbst widerlegt. Zitat aus Markus Kapitel 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nun, ich selber bin bis heute, 2018, immer noch nicht getauft. Jetzt könnt ihr sagen, ja Jörg, hier steht doch, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wenn nicht glaubt, der wird verdammt werden, dann wirst du ja verdammt, du bist ja nicht getauft. Nee, hier steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Hier steht nicht, wer aber nicht glaubt und nicht getauft ist, der wird verdammt werden. Es ist der Glaube, der zählt. Die Taufe ist ein äußeres Merkmal, das sicher absolut wünschenswert ist, auch für mich selber, aber das keine Bedingung ist, um erlöst zu werden, um errettet zu werden. Die Bibel ist ein ganz, ganz deutliches Buch, niemals zweideutig. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich werde nur gerecht gemacht, ich werde errettet, wenn ich glaube. Da steht in Römer nichts von Taufe. Und hier steht nicht, dass wenn ich nicht glaube und nicht getauft bin, ich verdammt werde. Hier steht, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also, der wichtigste Punkt ist der Glaube, nicht die Taufe. Die Taufe ist nur ein äußeres Merkmal meiner innerlichen Bekehrung. Der Glaube, fährt der Autor fort, ist der Schlüssel zur Errettung. Nicht die Taufe, sondern der Glaube, während der Unglaube die größte vernichtende Sünde charakterisiert. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass die zweite Hälfte des Verses ausgelassen wurde.
Es heißt nicht, wer nicht getauft wird, wird verdammt sein, sondern wer aber nicht glaubt. Genau mein Punkt. Lieber Katholik, glauben Sie an Jesus Christus für Ihre Erlösung? Suche den Herrn in Wahrheit. Er ist treu, Ihnen nur durch den Glauben allein seine Gnade ohne den unbiblischen katholischen Priester zu erweisen. Jesus Christus hat im Evangelium Freiheit für alle wahren Gläubigen verheißen. Er allein, Jesus Christus, hat Autorität und Macht, um sie frei zu machen. Sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung sühnten ihre Schuld, denn sie vertrauen ausschließlich auf seine absolute Vergebung. An ihrer Stelle hat Jesus Christus alle Forderungen des allerheiligsten Gottes gegen die Sünden in ihnen erfüllt. Wahren Gläubigen wird in Jesus Christus völlig vergeben. Dann wird ihnen als Gnade Gottes nicht nur vergeben, sondern auch als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Wie wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5 lesen. Wahren Gläubigen wird in Jesus Christus völlig vergeben. Nicht an den Glauben an den Papst, nicht in dem Glauben an die einzige seligmachende Kirche, sprich die orthodoxe römisch-katholische Kirche hier auf Erden. Ganz deutlich. Man muss sich entscheiden. Glaube ich der Bibel oder glaube ich den Menschen? Ich kann nicht zwei Herren dienen. Und von daher kann ich nicht erwarten, der Kirche zu folgen, dem Menschen zu folgen und dann im Geiste von Jesus Christus errettet zu werden. Das geht nicht. Genauso wenig kann ich im Geiste durch Jesus Christus errettet werden und habe es dann nötig, in diese Kirche zu gehen und dort die Sakramente, die selig machen sind, wie die Kirche selbst behauptet, die Bibel natürlich nicht, alle zu folgen, diese Taten zu folgen und dann eben auch noch sicher von meiner Errettung zu sein. Es gibt nur einen Weg und der Weg ist Jesus Christus, nicht Jesus Christus und die Kirche. Wobei wir hier von der Kirche Satans sprechen. Die Kirche an sich, die Gemeinschaft von Gläubigen hier auf dieser Erde, die Braut Jesu Christi, die ist eine wünschenswerte Gemeinschaft, in die ich eintreten möchte, aber die Kirche errettet mich nicht. Erretten tut mich nur mein Glaube. An Jesus Christus und das Folgen von Jesus Christus. Wir kommen zum Fazit in diesem Artikel. Lieber Katholik, wenn du dann eine Verbindung mit Gott haben würdest, die echt, rechtmäßig und nachhaltig ist, wirst du von Jesus Christus gerettet und in die Familie des allmächtigen Gottes aufgenommen werden. Wenn du eine Verbindung mit Gott haben würdest. Das Licht und die Freiheit des Evangeliums verändern sich. In den Worten des Apostels aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, lesen wir hier, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ja, dort, wo der wahre Glaube und die Liebe des Herrn sind, ist inmitten aller Dinge eine unaussprechliche Freude voller Herrlichkeit. Gott ist der einzige Allerheilige, nicht Gott und der Papst, nicht Gott und sein selbsternannter Stellvertreter hier auf Erden, sondern Gott, der Vater im Himmel, alleine ist der einzige Heilige. Seine Heiligkeit ist der entscheidende Faktor in all seinen wesentlichen Eigenschaften. Dies ist der Grund, warum wir vor dem einen und einzigen allgütigen Gott stehen müssen, zu den Bedingungen, die er aus Gnade vorschreibt, im Glauben für das Heil, das er allein gibt, durch die Überzeugung des Heiligen Geistes, basierend auf Jesus Christus Tod und Auferstehung für seine eigenen und diejenigen, die an ihn glauben. Gelobt sei unser Herr. Im Alten Testament erklärte der Prophet Jesaja, Zitat aus Jesaja Kapitel 53, Verse 5 bis 6. Und das übrigens, meine lieben Brüder und Schwestern, wenn ihr das mal nachschauen wollt auf YouTube, das heißt, das Verbotene oder das Vergessene
Kapitel, Jesaja 53. Es besteht aus, wenn ich mich nicht irre, 13 Versen und 8 oder 9 davon sprechen von unerfüllten Prophezeiungen, die also dann Jesus Christus am Kreuz erfüllt. Mal eben gucken, ob ich Jeremia hier eben aufmachen kann. Jeremia 53, mit dem Sinn. In der römisch-katholisch, in der Jesaja, nicht Jeremia, was mache ich denn hier? Jesaja 53. In der König James Bibel ist es so, dass dahinter ja diese Dinge angemerkt sind, was Prophezeiungen sind, die dann später erfüllt werden müssen. Hier in der deutschen Bibel, in der Schlachterbibel ist das nicht, aber die ist voll von Fußnoten, also von daher wird das wohl dasselbe sein. Wie gesagt, es sind 13 Verse, können wir ja gleich mal ganz lesen, aber in 53 Vers 5 bis 6 machen wir erstmal den Punkt, den der Prophet Jesaja hier erklärt. Zitat, doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Ende Zitat. Kann man ja deutlich sehen, dass hier über Jesus Christus gesprochen wird im Alten Testament, ungefähr 800 Jahre oder was, wo das geschrieben wurde, vor Jesus Christus überhaupt kam. Also mehr, auf jeden Fall mehr als 500 Jahre, bevor er kam. Weiß ich genau, wann Jeremia oder Jesaja geschrieben wurde, aber um die Zeit zwischen 500 und 800 vor Christus. Er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Er ist für uns zur Sünde geworden und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Das ist doch sehr bezeichnend für heute, 2018. Der Egoismus, der überall herrscht. Jeder denkt nur an sich selber und geht nur seinen eigenen Weg. Aber doch warf der Herr aller Schuld auf ihn. Unser aller Schuld. Die Apostel Paulus und Johannes erzählen uns, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 19. Und im 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 2, und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. So stellt die Schrift klar fest, dass die Errettung das Werk von Jesus Christus war. Sein Werk allein, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, wie in Hebräer Kapitel 1, Vers 3 geschrieben steht. Wir werden durch Gottes Werk gerettet. Das ist nämlich das Werk, das er am Kreuz vollbracht hat. Erlösung ist Gottes majestätische, abgeschlossene Arbeit. Da muss kein Mensch mehr irgendwas für tun. Überall ist der scharlachrote Faden der herrlichen Gnade Gottes eingearbeitet. Bevor er zu ihm kommt, ist jeder Mensch in Sünde gestorben. Wir werden allein durch die Gnade gerettet, durch den Glauben allein in Christus, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in den Geliebten. Epheser Kapitel 1, Vers 6. Mögen wir den Mut der Bibelgläubigen haben, die vor uns gegangen sind und die Verlockungen der katholischen Kirche ablehnen, die Verlockungen des Satan ablehnen und dem Ruf unseres Herrn folgen.
Lasst uns ihren Glauben und ihr Vertrauen in den Herrn annehmen, der den endgültigen Sieg sicherstellen wird. Lasst uns den Apostel Paulus nachahmen, euch behaupten könnt, so steht nun fest. Epheser 6, Verse 13 bis 14. Ja, da geht es um das, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Verse 13 bis 18 lese ich dann mal eben vor. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, ja, alle sieben Waffen, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist, und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Die Gewissheit des endgültigen Triumphs sollte uns in unseren Bemühungen animieren und uns in unserem Kampf ermutigen oder in unseren Kämpfen ermutigen. Aus Römer Kapitel 8, Verse 15 bis 17 lesen wir Zitat: Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen: Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Ende Zitat. Und das bringt den Text von Richard Bennett: Die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder, zum Abschluss. Und wir werden nächstes Mal fortfahren in dem Artikel: Wir sahen, wie Nonnen Kinder töteten. Mit einer ganzen Menge, wie ihr seht, hier Fußnoten dabei. Das wird ein schönes Studium dieses Papiers von 22 Seiten. Aber jetzt haben wir erstmal diesen Newsbrief von Richard Bennett, die Wölfe Roms jagen sogar die Kinder, abgeschlossen. Und ich hoffe, dass für jeden deutlich ist, warum in der römisch-katholischen Kirche dieser Abfall ist, warum die römisch-katholische Kirche fast ausschließlich auf der ganzen Welt verantwortlich ist für diese Kindesmissbräuche. Und ich sage jetzt mal ein wenig mutig vielleicht für manche: Die römisch-katholische Kirche ist an allen Fällen von Kindesmisshandlung oder Kindesmissbrauch in unserer Welt verantwortlich. Einerseits durch ihren Klerus und ihre Hierarchie, wie wir in diesem Schreiben von Richard Bennett ja gut gelesen und belegt haben, aber andererseits auch dadurch, dass sie eben uns Menschen von Beginn an ausbildet. Vom Kindergarten über die Vorschule bis in die Grundschule, Mittelstufe, Hauptstufe oder Oberstufe, Gymnasium, was auch immer, weitere Studien über Universitäten, also unser ganzes Ausbildungssystem, das in den Händen liegt von jesuitischen Ausbildern, also römisch-katholischen Ausbildern, das Curriculum, also die Lehrpläne, die geschrieben werden von Jesuiten oder jesuitengeschulten Personen, sowohl an Schulen als auch an Universitäten, an allen Lehreinrichtungen dieser Welt, durch die Unterhaltungsindustrie und auch in der Arbeit. Überall regiert die römisch-katholische Kirche. Meistens natürlich aus dem Hintergrund heraus, so dass die meisten es selbst nicht sehen. Und wir werden römisch-katholisch erzogen, ohne es zu begreifen. Richard Bennett hat da mal ein sehr schönes Video drin gemacht in Englisch, das heißt Vatican Control Through Civil Law. Auf Deutsch: Vatikanische Kontrolle durch das Bürgergesetz. Die Gesetze, das Zusammenleben in unserer Gesellschaft oder Gemeinschaft regeln, sind alle angepasst an römisch-katholisch-kanonisches Recht. Das sagt uns nur keiner. Weil die Verbindung legen zwischen Politik auf der einen
Und Religion, womit ich jetzt die menschengemachte Religion des römischen Katholizismus hauptsächlich meine, die Verbindung zu legen, wird uns nicht gelehrt. Sie wird uns nicht gelehrt in der Schule, sie wird uns nicht gelehrt in unserer Freizeit, sie wird uns nicht gelehrt in Büchern, offiziellen Büchern zumindest nicht, also nicht Mainstream-Büchern, schon gar nicht in der Mainstream-Presse, Fernsehen oder wo auch immer. Sondern wenn wir da nicht von alleine drauf kommen, wenn wir da nicht durch unsere Studien drauf kommen oder wenn Gott uns da nicht mit der Nase drauf drückt, dann begreifen wir es nicht. Und weil die meisten Menschen eben römisch-katholisch erzogen sind, nehmen sie auch die schlechten Eigenschaften dieser römisch-katholischen Erziehung mit. Und die paar Kinderschänder, die wir außerhalb der römisch-katholischen Kirche haben, sind auch durch den römischen Katholizismus schuldig an ihren Verbrechen und nicht aus sich selbst. Ja, ich glaube, wir haben ganz gut den Grundstein gelegt in diesen ersten drei Videos und vor allen Dingen eben auch die Wurzeln besprochen, warum die römisch-katholische Kirche dafür zur Verantwortung zu ziehen ist, dass es diesen sexuellen oder anderen Kindesmissbrauch auf dieser Welt gibt. Ich glaube nicht, dass da noch Fragen drüber offen sind nach diesen drei Videos. Eigenes Studium rate ich natürlich zu diesem Thema immer an, dass man sich selbst weiterbildet darüber. Und dann noch eben abschließend ein Kommentar zu diesem Bild, das ich gewählt habe. Ich habe mir, bevor ich zu diesem Video kam, habt ihr ja gesehen, in der Suchmaschine auf Firefox eingegeben, katholischer Kindesmissbrauch, habe dann auf Bilder geklickt und dieses Bild kam da raus, ohne den Text, den habe ich dann noch reingemacht. Und natürlich sagen sie jetzt von, oh Jörg, guck mal, du gebrauchst hier Symbolik, du gebrauchst hier das allsehende Auge. Naja, das Kind hat zum Glück zwei Augen. Das eine ist zwar im Dunkeln, das andere ist im Hellen, aber man muss ja irgendwie den Punkt deutlich machen. Ich finde es an sich ein sehr passendes Bild, weil es natürlich auch gerade eben die dunkle Seite, die von der römisch-katholischen Kirche ja hervorgehoben wird, benachdrückt. Und von daher finde ich das ein gutes Symbol für diese Videolesung und ich werde das Bild auch weiterhin gebrauchen. Ich bin mir bewusst davon, dass hier ein Auge abgedunkelt ist und ein Auge im Hellen steht und Kreuz und was weiß ich nicht noch alles. Jungs, hört doch auf. Ich meine, ich mache ein Video, weil ihr neben dem gesprochenen Wort auch gerne ein Bild sehen wollt. Das Bild ist einerseits mein gelesener Text und daneben habe ich dann ein anderes Bild. Ich werde wahrscheinlich in der Zukunft noch andere Bilder gebrauchen, neben diesem, aber dieses finde ich als kennmerkendes Bild für diese Lesung, für diese Serie der Lesung, finde ich es sehr passend. So, nicht, dass mir dann einer kommt von, Jörg, gebraucht hier irgendwelche Symbole. Ich gebrauche keine Symbole. Ich habe nie Symbole gebraucht. Auch die Symbole auf meinem Kanal, die da sind, da diese Form von Hexagon da auf Juggler 66. Hier, schaut euch mal meinen Kanal an, dann seht ihr, was ich meine. Ist doch, glaube ich, auf diesem Kanal, ne? Dass man das Bild gut sieht. Computer ist wieder mal nicht so schnell. Der schläft immer gerne ein bisschen ein, wenn ich so ein Video mache. Hier seht ihr die Form hier von diesem Hexagramm oder was das ist. Wie gesagt, das hat damals mal der Videokanal Behold the Messenger für mich gemacht, weil ich kann sowas nicht. Der hat mir Bilder gemacht und gesagt, das kannst du gebrauchen. Hat da War and Disinformation Juggler 66 reingeschrieben. Fand ich gut. Ist mir doch egal, welche Form das ist hier. Ich habe da keine schlechten Absichten. Ich habe da keine schlechten Absichten dahinter. Genau wie mit Juggler 66. Egal, welchen Hintergrund das jetzt hat. Denkt doch mal daran, dass die Bibel 66 Bücher hat. Ist das nicht ein schöner Grund, um sich Juggler 66 zu nennen? Ist zwar nicht der ursprüngliche Grund, aber finde ich als Erklärung ganz schön. So, das mit dem Bild und mit dem Kanal, das muss ich nochmal eben loswerden, weil ich weiß, dass da wieder irgendwelche ungläubigen Kanäle irgendwelche Kommentare drüber schreiben. Und wenn sie die schreiben, dann ist das nur ein Zeichen, dass sie das Video nicht zu Ende geschaut haben. Weil ich nämlich erst am Ende die Erklärung davon gebe. So, somit danke ich euch fürs Zuhören und fürs Zuschauen heute. Und wir werden nächstes Mal fortfahren mit dem Artikel über die Nonnen, die Kinder töten, in der vierten Lesung über den systematischen katholischen Kindesmissbrauch. Und ihr habt gesehen, wie wichtig es ist, wie bei all meinen Lesungen, auch bei dieser Lesung, die Bibel mit einzubinden. Und wenn man die Bibel kennt, wenn man Gottes Wort kennt, dann fallen die Dinge leichter zu verstehen. Und dafür muss ich erstmal die Bibel lesen.
Und deswegen ende ich mit meinem Aufruf, wie ich es immer tue. Zwischen diesem Video und dem nächsten Video, was ihr schaut, lest eure Bibel. Maranatha. The fool.